Herzlich willkommen! In diesem Video erkläre ich dir einige rechtliche Sachen zu Feuerwerkskörpern der Klasse 1 und zeige dir einige Beispiele für Feuerwerkskörper der Klasse 1. Und zwar Feuerwerkskörper der Klasse 1, das sind all jene Feuerwerkskörper, von denen eine sehr geringe Gefahr ausgeht. Weil von den Feuerwerkskörpern eine geringe Gefahr ausgeht, darf man sie ab 12 Jahren kaufen und ab 12 Jahren auch abbrennen. Dann ist es natürlich noch so, dass in Feuerwerkskörpern der Klasse 1 die Nettoexplosionsmasse, also die NEM oder NEC steht da manchmal drauf, die ist begrenzt auf 3 Gramm bei ganz allgemein bei den Feuerwerkskörpern der Klasse 1. Das heißt, dieses reine Pulver, was den Effekt macht, also nicht die Pappe mitgewogen und auch nicht das Stopppulver, sondern der reine Effektsatz sozusagen, der darf nicht mehr als 3 Gramm betragen. Und wenn man beispielsweise eine Fontäne hat, das ist eine kleine Neuerung, oder eine Handfackel oder einen Vulkan, das zeige ich dir gleich noch alles, was das ist, die dürfen dann eine Nettoexplosionsmasse von 20 Gramm haben. Das ist aber nur eine Ausnahme bei Vulkanen und allem, was sprüht und was man nicht in der Hand hält. So, alle anderen sind natürlich begrenzt auf 3 Gramm. Dann ist es beispielsweise so, in Knallerbsen ist ein sehr, sehr hochexplosiver Stoff drin. Das nennt sich Silberfulminat. Das ist auf 2,5 Milligramm, also das ist so gut wie gar nichts, noch nicht mal ein Salzkorn. So wenig darf da maximal drin sein, weil das ist sehr, sehr gefährlich. Das ist da bei Knallerbsen extra, weil das ein richtiger Sprengstoff ist, der da drin ist. Aber natürlich in unglaublich geringer Menge, so dass es nicht gefährlich ist. Man kann so Knallerbsen, ich habe zufälligerweise ein paar liegen. Die sind jetzt noch in der Verpackung drin. Ich drücke einfach mal auf die Verpackung drauf. So, die kann man also, ne, aber wie gesagt, weil es so wenig ist. So, dementsprechend, das sind Feuerwerkskörper, von denen eine sehr geringe Gefahr ausgeht. Die werden deswegen ja auch als Ganzjahresfeuerwerk bezeichnet. Die darf man auch das ganze Jahr über zünden. Da kann sich auch der Nachbar nicht drüber beschweren, weil es ist ja Ganzjahresfeuerwerk. Und das ist da entsprechend so rechtlich geregelt, dass man das ganze Jahr über zünden darf. Die Lautstärke solcher Artikel ist begrenzt auf 120 Dezibel in einem Meter Entfernung. Dezibel ist eine Lautstärkeeinheit. Und wenn man ein Feuerwerk, zum Beispiel so eine Knallerbse hier, die darf in einem Meter Entfernung, ja, da ist wieder eine, die darf nicht lauter sein als 120 Dezibel, wenn man einen Meter von der Knallerbse weg ist. Wenn die Knallerbse 125 Dezibel laut wäre, wäre sie nicht zugelassen als Feuerwerkskörper der Klasse 1, dann wäre sie eventuell verboten oder sie würde eingestuft werden in Feuerwerkskörper Klasse 2. Die dürfen nämlich lauter werden, aber da kommen wir in dem nächsten Video zu. Und ja, ich werde dir gleich im Folgenden einige wirklich ganz viele Beispiele zeigen für verschiedenste Feuerwerkskörper der Klasse 1. Ich habe hier ganz, ganz viel eingekauft. Ich mache so ein kleines Unboxing hier. Ich habe so ein kleines Set Feuerwerkskörper Klasse 1 gekauft und alles, was ich sonst so rumfliegen habe, werde ich dir mal eben so zeigen. Und dann werden wir die Sachen mal der Reihe nach durchgehen. Hier sehen wir ein Feuerwerkset Pyro Mix for Kids. Hier mega Jugendfeuerwerk Sortiment steht auch drauf oder manchmal steht da auch Ganzjahresfeuerwerk drauf. Und ja, ich mache das Ganze einfach mal auf und wir gucken uns jetzt mal wirklich an, was da drin ist. Das ist hier eher ein kleines Unboxing-Video. So, alles aufgerissen. Zack. Und jetzt gucken wir mal. Einige Sachen sind ja doppelt. So, zum Beispiel hier da, das sind solche Feuerwirbel, dann haben wir Flitze Feuerstein, das sind Mini-Vulkane, dann haben wir dicke Biene, das sind solche Bodenkreise, da haben wir tolle Biene, das sind so Bodenkreise in etwas kleiner, dann haben wir Blitzknatterbälle, dann haben wir Knallteufel, die sind auch bei jedem Set anders, ich habe zum Beispiel auch hier, was steht hier, Superknallerbsen steht hier oder manchmal hier steht Pumpkin Dancer drauf, das ist aus einem anderen Set hier von Komet, das sind aber auch Knallerbsen. Dann gibt es hier Meteorite, das sind solche Dinge, die knistern, knattern so. Und dann haben wir nochmal Silberwirbel, das sind diese ganz langweiligen Bodenkreise, die meistens nur auf ganz glattem Untergrund funktionieren und ganz klassisch hier, was jeder kennt, Wunderkerzen. Ich packe jetzt mal von jedem einen aus, dass du die Dinger wirklich siehst und dann geht es im Anschluss ans Testen. Fangen wir mit den Feuerwirbeln an. Das sind einfach solche runden hier, die kennst du bestimmt. Ne? Die sind jedes Mal in einer anderen Farbe, je nachdem von welcher Marke, von welcher Firma die sind. Die sind hier in weiß und in rot. Ich weiß allerdings nicht, ob sie weiß oder rot leuchten. Das kann man dann ja nachher sehen. So, dann Flitze Feuerstein. Das sind hier so ganz kleine Vulkane. So sehen sie aus.
sind aber, glaube ich, in Wirklichkeit nur Fontänen. Ne? Das sind eigentlich keine echten Vulkane. Das ist nur eine Fontäne und dann ist da nur diese Papphülse hier drum. Ne? Also wie, aber auseinanderbauen darfst du die Dinger nicht. Das ist delaborieren. Das darf man nur zu Forschungs- und Lehrzwecken. Deswegen darf ich das hier. So, dann haben wir dicke Brummer. Die machen wir mal eben auf. So, dann, das sind hier solche großen Bodenkreise. Das ist eigentlich wie ein Raketentreibsatz. Nur, dass hier an der Seite das Loch ist und wenn das hier sprüht, dann dreht sich das Ding ganz schnell und bildet dann so einen kleinen Feuerball. Hast du bestimmt schon mal gesehen. So, dann haben wir hier tolle Biene. Das ist eigentlich genau das Gleiche. In kleiner. Hier sieht man das noch, dass da an der Seite dieser Auslass ist. Und das Ding dreht sich. Ich glaube, die drehen sich ein bisschen schneller und machen etwas helleres Geräusch. Aber das siehst du dann auch gleich. Dann hier Knallteufel. Einfach Knallerbsen. Die sind hier eingepackt in so Sägespänen, ist hier mal mit drin. Damit, falls so eine Packung mal runterfällt, dass die Dinger nicht gleich losgehen. So, dann haben wir hier Meteorite. 6 Stück sollen drin sein. Ne, das ist wieder so typisch. Hälfte der Verpackung ist natürlich, besteht aus Luft. Und dann sind das diese Dinger. Das sind hier einfach, das ist eine Zündschnur und dann ist das einfach nur so ein gepresstes Stück Schwarzpulver da drin, wo dann diese sogenannten Crackling-Sterne drin sind. Die machen dann diesen Knistereffekt. Hier haben wir die Silberwirbel. Das sind einfach Bodenkreisel. Das ist eigentlich genau das gleiche wie diese Feuerringe, nur dass oben und unten hier nochmal so ein rundes Stück Papier draufgeklebt ist. Sieht einfach nur besser aus, aber die Dinger drehen sich etwas schlechter. Hier übrigens unten ist eine leichte Wölbung, wie man von der Seite hier erkennt. Die, auf diese Seite soll man die natürlich legen, weil wenn man die so rumlegt, dann drehen die sich gar nicht. So, dann haben wir hier Blitzknatterbälle. Das sind einfach solche wie Überraschungseierkugeln so ähnlich und in der Mitte ist da drin, ach, das ist ja noch billiger gemacht. Früher waren da immer ganz viele kleine Kügelchen drin, so diese Sterne, die auch in den Raketen drin sind, diese Crackling-Sterne. Und jetzt ist es eigentlich nur noch, ne? Da hat sich die Firma wahrscheinlich gedacht, haben wir zweimal das gleiche Produkt hergestellt und verkaufen das als zwei unterschiedliche. Ist es aber gar nicht. Also letzten Endes, diese Knatterbälle ist eigentlich nur noch, dass da so eine Plastikschale drum ist. Eigentlich total die Verarschung. Wie gesagt, das ist das gleiche hier wie die Weco Knatterbälle, sind das gleiche wie die Weco Meteoriten. So, dann haben wir hier die Wunderkerzen. Da sind sie. Sind hier lose drin, in so einer kleinen Tüte. So, hier haben wir sie. Die kennst du natürlich auch. So, die testen wir aber natürlich auch. Die kann man übrigens auch drinnen anmachen, also im Haus. Dafür sind die, glaube ich, auch gemacht. So, dann haben wir noch hier etwas, sowas gibt es natürlich auch einzeln zu kaufen. Ne, ich habe jetzt für 4 Euro, das sind diese Brummkreise. Das ist wieder so eine Zwischengröße zwischen diesen hier und den ganz dicken hier. Ne, das sind also alles diese Bodenkreise. Die gibt es natürlich auch hier im, weiß ich nicht, wie viel drin sind hier, 35 oder 36 sind, glaube ich, hier drin. Dann ist das auch Kategorie 1 Feuerwerk. Das sind sogenannte Partyknaller. Das sind hier, solche Teile hier. Da zieht man hinten, dann knallt das. Die sind also wirklich für drinnen geeignet. Und dann fliegt hier so Konfetti raus. Die gibt es auch in etwas größer. Oder auch dieses Tischfeuerwerk kennst du auch, was man auf den Tisch stellt, anzündet. Und dann fliegt da so ein bisschen Zeugs raus. Das ist übrigens auch Feuerwerk der Kategorie 1. Das ist speziell auch für den Innenraum zugelassen oder gedacht. Und dann gibt es beispielsweise noch was, was für den Innenraum zugelassen und gedacht ist. Das sind sogenannte Eisfontänen. Das ist das hier. So sehen die aus. Die gibt es auch noch in etwas länger. Die haben meistens, hier habe ich so eine ganze Packung, da sind 4 Stück drin oder 8 gibt es da manchmal auch. 1,50 habe ich jetzt für 4 Stück bezahlt. Hier sind die aus Sicherheitsgründen noch, die muss man noch ein bisschen umbasteln hier. Und zwar hier kann man die nicht anzünden. Das haben die absichtlich gemacht, falls so irgendwie da Feuer dran kommt, da muss man die Kappe hier abziehen. Und hier ist die, ne, das ist einfach so eine Fläche, da hält man ein Feuerzeug dran und dann gehen die los. Und dann steckt man die Seite hier drauf. Ne? So, das ist nur für den Transport gedacht, dass die sicher sind. Auch das zeige ich dir gleich, wie das Ganze hier losgeht. Und es gibt, wie gesagt, noch 100 andere Klasse 1 Feuerwerksartikel. Hier sind einfach nur so die wichtigsten zusammengefasst. Wir fangen an mit Knallerbsen und zwar als erstes eine einzelne. Die werfe ich da jetzt
vorne hin. Hüpp. Ja, wunderschön. Jetzt nehme ich mal ein paar mehr. Zack, hier. Das ging doch schon richtig ab hier. Da kommen jetzt noch zwei Riesenknallerbsen. Das ist dasselbe, nur die sind noch ein bisschen dicker. Boff. Oh, die hat nicht gezündet. Habe ich nicht doll genug geworfen. Als nächstes hier die Partyknaller. Und weil es Partyknaller sind, zünde ich die hier direkt vor der Partyhütte. Dazu gehe ich ein bisschen zurück. 3, 2, 1 und 9. Ja, die kann man natürlich auch im Haus zünden, wenn man den Dreck dann wegmachen will. Hier nochmal sowas kam da raus, so eine Art Konfetti-Luftschlangen-Gedönste. Wir sind in der Partyhütte und jetzt zünde ich hier mal 3 Wunderkerzen. Ich habe bei der Kamera, weil es ein bisschen dunkler ist hier drin, deswegen zünde ich die auch hier. Ich habe den Feuerwerksmodus angestellt, mal gucken, ob das dadurch besser aussieht. Eine ist an, die zweite ist an, die dritte ist an. Den Effekt kennt wirklich jeder. Und da du das weißt, wie eine Wunderkerze bis zum Schluss abbrennt, mache ich den Rest in Zeitraffer. Jetzt kommt hier die Eisfontäne, die sieht man immer oft auf Hochzeitstorten oder auf Torten von so tollen Geburtstagen oder einfach, wenn man mal die Dinger so zwischendurch zündet. Die kennst du bestimmt auch schon mal gesehen, muss man nur oben mit der Flamme dran. Und dann ist das so wie eine Wunderkerze, nur wesentlich besser, weil da wesentlich mehr rauskommt. Und diese müsste jetzt so um die 30 Sekunden brennen, wenn es die Länge, wenn man die längeren gibt, die brennen glaube ich dann sogar eine Minute. Die Dämmerung hat ein bisschen eingesetzt. Hier siehst du jetzt die 4 Feuerringe oder Feuerwirbel. Und ich werde erstmal einen anzünden und danach werde ich dann die 3 weiteren versuchen gleichzeitig anzuzünden. Oh, die werden auch immer schlechter. Oh, hier, der eine hat den anderen angezündet. Da muss ich ja nur noch die beiden anderen. Die werden aber auch immer von Jahr zu Jahr schlechter, wobei die gehen jetzt ganz gut. Oder auch nicht. Als nächstes kommen hier die Silberwirbel, da mache ich das gleiche, die gleiche Prozedur wie eben. Und zwar erst ein und dann die anderen. Die Silberwirbel sind letzten Endes genauso aufgebaut wie die Feuerringe, nur dass oben und unten so eine Pappe drauf ist. Oh, die gehen ja sogar ganz gut. Ja, schön hier. Da muss man, wie gesagt, aber wirklich darauf achten, dass die auf einer ganz glatten Unterlage sind. Weil sonst bleiben die nämlich ganz leicht hängen. So, 3 Stück hier auf einmal. Als nächstes haben wir hier 3 Bodenwirbel. Und zwar in der Mitte ist der kleinste, rechts hinten ist der mittlere und ganz links ist der größte. Und die zünde ich jetzt auch einfach mal so der Reihe nach an. Erstmal den kleinen. Man stellt übrigens diese Bodenwirbel so hin, wie ich das auch gemacht habe. Das sieht man nicht, weil ich ein bisschen weit weggezoomt habe. Dass unten die Zündschnur ist und dann, dass man den so hinstellt. Weil wenn das Loch nämlich nach oben zeigt, dann drückt er ja einfach nur nach unten und dann drehen die Dinger sich nämlich gar nicht. So, erstmal der kleine. So, dann geht der richtig ab hier, wa? Jetzt der mittlere. Und natürlich auch schön mit Farbwechsel. Ich glaube, die fangen immer rot an, dann kommt grün und ich glaube, am Ende kommt immer gelb. Und jetzt kommt der ganz dicke. Der fängt grün an, dann kommt gelb. Achso, der hat rot gar nicht gehabt. Der war ja voll kurz, also der dicke war gar nicht so gut wie der mittlere. So, hier siehst du jetzt die 2 Mini-Vulkane und zwar die versuche ich mal beide gleichzeitig anzumachen. Hat schon mal gut geklappt beim Anzünden. Oh ja, ganz süß. Sprühen so 30 cm hoch, aber ich finde, das ist ein bisschen kurz, also ziemlich langweilig. Dann habe ich ja gesagt, die Meteoriten und die Blitzknatterbälle, das ist eigentlich dasselbe, nur dass bei den Blitzknatterbällen eine Plastikhülle drum zu ist. Und zwar da sind ja die Meteoriten und da sind die, ist ein Blitzknatterball. Und die zünde ich jetzt mal in der Reihe nach an. Erstmal den Meteoriten.
Boah, ein bisschen wenig Effekt, ne? Oh, da ist doch ein bisschen mehr drin, glaube ich. Also das ist minimal mehr, da sind wahrscheinlich mehr von den Crackling-Sternen verarbeitet. Ja, dann sind wir schon mal mit den kleinen Effekten durch. Und dann verabschiede ich mich. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere meinen Kanal, gib dem Ganzen den Daumen nach oben und tschüss.